Wenn man das doofe Ding hier bauen will, braucht man eine Ledertunik. Wenn man aber dieses popelige Anfängerding einfach überspringt, braucht man immer noch eine Ledertunik. Aber wenn man gleich hierzu geht, braucht man gar kein Leder. Und das ist recht schnell kein Problem. Also das Ding hätten wir also schon ab Folge, keine Ahnung, 30, 40 rumbauen können. Das ist ein Scheiß. Das ist nicht gut. Okay. Lernt immer was dazu. Jetzt habe ich gerade gelernt, dass ich ein Vollpfosten bin. Du dahin setzt die doofen. Habe ich gerade. Crucible. Ja. Ein frei, da. Weil ich die Fackel nicht umsetzen wollte. Wie lang war eine Reihe? 10 oder 12? Oder noch weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das eine geplante Menge gewesen? Ich wäre eigentlich eher für 10. Kommen wir aber dann erstmal auf 10. So. Also wir brauchen noch mehr Crucibles. Und wir brauchen jetzt 10, 14, 16, 17, 25 Fluid-Exporter. Dann brauchen wir ein paar Fluiducts und wir brauchen Servos. Aber sowohl Servos als auch Fluiducts haben wir. Also 25 Exporter wären jetzt das Problem. Wobei wir pro Exporter, ich glaube, 10, 12 Eisen brauchen. Also bräuchten wir über locker 250, 300 Eisen, wenn wir es grob überschlagen. Wie viel Eisen haben wir denn? Du? Eisen. Hey! Das sieht gut aus. Du geh wieder rein. Du geh wieder rein. Das sieht richtig gut aus. Okay. Also Hochofen macht dein Ding. Dann haben wir bald genug Eisen. Dann können wir das wirklich hochziehen. Sehr schön. Oder zumindest ein Teil. Wir können gleich erstmal in den nächsten Folgen so 10 Exporter herstellen, schließen die dann schon mal an und dann sollten wir uns eher dran machen, die Kabel zu bauen und einen Tesserakt, beziehungsweise zwei Tesserakts, um die Energie auch woanders hinzubringen. Ah, das wird noch interessant. Aber gut, gucken wir, was unser Jetpack jetzt macht. Es ist zu 30% aufgefüllt. Das geht schon langsam. Das heißt, ich baue noch mal ganz kurz den Autospawner und danach gehen wir zurück in Neta, versuchen Kobalt zu finden und Ardite, was mit dem Jetpack wesentlich einfacher ist, weil die ganzen fiesen Ninja, Zombie, Froschleichen, Pigmen uns gar nicht erreichen, weil wir einfach über sie rüberfliegen können. Und wir kommen einfach viel schneller vorwärts. Wir hüpfen dann einfach von, ne, Brocken zu Brocken und suchen uns nur die Stellen aus, wo tolles Erz rumliegt. Dann finden wir das, dann stellen wir Menylium her, dann gehen wir wieder in Neta und während der ganzen Zeit sammeln sich die Ressourcen an. Ja, 909. Sehr gut. Also, ich habe vergessen, genau, Autospawner. Spawner. Wenn ich jetzt schon so eine Aussätze zwischendurch habe, ich will nicht wissen, wie das so in 20 Jahren wird, wenn ich immer noch Let's Plays mache. Alle 5 Minuten. Was? Autospawner, was fehlt denn da? Du. Magma Cream. Wir haben keinen Schleim. Okay. Wie kriege ich Schleim? Ich müsste einen Slime-Chunk finden. Woher weiß ich, wann ein Chunk ein Slime-Chunk ist? Gar nicht, oder? Also ich müsste eine Plattform draufbauen und dann gucken, ob irgendwann ein Schleim spawnt. Also nicht gut. Alternative zu Schleim? Pollen und Propolis. Das ist schon Advanced Hightech Bienenshit. Ja. Okay, das ist ein Dämpfer. Ich kann also keinen Autospawner jetzt bauen. Das heißt, ich schmeiß dich erstmal wieder rein, damit du sicher bist und nichts passiert. Wir haben schon 11 Exporte? Okay. Nichts gesagt. Da. Ja, das mit dem Schleim ist jetzt doof.
mal, du musst weg. Ich brauche dich nämlich, um die Exporter richtig einzustellen. So. Also mit dem Schleim könnte ähnlich nervig werden wie mit den Kühen. Mit dem einfach random rumlaufen. Wobei den Kühen... Was? Ach, die sind schon voreingestellt. Sehr schön. Wobei den Kühen weiß ich wenigstens, dass sie in bestimmten Biomen spawnen. Bei Schleim hatte ich es häufig mal in Sumpfgebiet. Aber ich glaube, es ist nicht immer Sumpfgebiet. Und das ist schon ein bisschen doof. So, ein ME-Kabel fehlt hier. Und die Dinger haben noch keine Fluidax und Servos. Aber es wird wenigstens schon mal Lava hergestellt. Das ist gut. So, und jetzt müssten wir bei 40% oder so angekommen sein mit dem Jetpack. Und wir können endlich loslegen. Genug Zeit geschindet. Komm her, du Jetpack. So, erstmal wieder testen. Leertaste ist schon mal kein Jetpack. Genau, wildes Tasten drücken ist eine super Idee. O ist schon mal falsch. P. X ist die Karte. Hover Mode enabled. Gut, das wollte ich schon mal gar nicht. Das ist Waypoint. F, Jetpack Engine enabled. Ah, okay. Und Hover Mode ist an. Au, Hover Mode ist wieder aus. Also einfach Leertaste gedrückt halten, fliege ich jetzt hoch. Wenn ich Hover Mode anhabe, dann gehe ich ganz langsam runter. Je nachdem, wie Hightech das Jetpack ist, desto langsamer geht man runter. Also mit dem höchsten Jetpack geht es wirklich sehr langsam, das Runtergleiten. Ist fast wie kreatives Fliegen. Fast. Ja, aber das reicht mir vollkommen so. Das heißt, wir springen jetzt hier. Wir springen jetzt hier hoch und Jetpacks und Elevator vertragen sich nicht so super. Aber es geht einigermaßen. Und gehen jetzt Ardite suchen. Und Kobalt. Und wenn wir Imps sehen, töten wir auch Imps, weil wir halt keinen Spawner bauen können. So. Da. Oh, auf Wolken landen ist auch cool. Whee. So, da ist was Blaues, aber das sind nur Lapisblöcke, richtig? Ja, Lapisblöcke. Oh, und immer schön essen. Weil man verbraucht anscheinend auch mehr Hunger beim Fliegen. Weil man ja durchgehend springt, ne? So. Salpeter-Ohr kann ich auch nicht abbauen. Boah, was ein Schmarrn. Und ich mach den Hover-Mode doch schon mal an. Sind mir runterfallen und wehtun, ist irgendwie doof. Ja, Beine brechen ist nicht toll. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Nikolait, nö. Oh, da unten ist was Blaues. Das wird auch alles Lapis sein, oder? Ja, ich glaube. Ah, ne, Kobalt. Kann ich abbauen? Nein, kann ich nicht. Also ich brauche... Oh, du bist ein Imp. Komm her. Ich brauche also erst Ardite. Dann brauche ich eine Ardite-Picke. Mit der Ardite-Picke kann ich Kobalt abbauen. Und mit Ardite und Kobalt zusammen kann ich dann Manillium herstellen. Damit kann ich dann alles abbauen. Okay, also Ardite finden. Ardite hat so einen leichten Gelbstich. Das da. Zwei Ardite-Brocken. Sehr gut. Kann ich abbauen und es droppt auch. Einmal Ardite. Zweimal Ardite. Jetzt könnten wir uns eigentlich schon verzwieseln. Wo ich gerade so schön am Rumfliegen bin, bleibe ich doch mal hier und nehme dich auch mal mit. Den haben wir nämlich gleich genug auch für die erste Legierung. Mit Kobalt. Baum wird ignoriert, Lavafall wird ignoriert, mehr Ardite. Das geht richtig schnell hier. Das ist ungewöhnlich. Also ich habe das normalerweise länger suchen müssen. Ja, und wir haben jetzt schon 5 Brocken. Na schön. Davon könnten wir schon fast einen Hammer bauen. Also es gibt quasi ein Upgrade zu der Picke. In Tinker's Construct. Das ist der Hammer. Und der Hammer hammert ein 3x3 Feld mit einem Abbauvorgang. Und das ist sehr praktisch. Verbraucht aber auch in der Herstellung halt sehr viele Ressourcen. Also bei den Pickaxe-Köpfen braucht man ja nur ein Ingot pro Kopf. Bei diesem Hammer-Ding braucht man, glaube ich, 9 Ingots pro Bestandteil. Und das Ding hat halt 2 Kopfteile, weil es ein Hammer ist. Also so ein doppelseitiger Hammer. Sie sind irgendwie nicht doof. Oh, Redstone. Redstone nehme ich auch mit. Klick.
Oh, haben wir eine Diamantschaufel dabei? Nee. Wir könnten nämlich auch ganz viel Soul Sand hier direkt abbauen, was wesentlich schneller geht als in unserer komischen Maschine. Und das denn durch die Rüttler jagen. Ah, hier ist ein richtig schönes Feld dafür. Ich glaube, das markiere ich mir sogar mal. Falsche Taste, falsche Taste, falsche Taste. Da. Soul Sand. Dann. Oh, jetzt geht's nach Hause. Das war ein schöner Trip. Ardite gefunden, Gedöns gefunden, Leder gefunden. Jetzt können wir so ein besseres Brücke herstellen. Und Jetpack ist immer noch gut dabei. Ja. Theoretisch könnte man auch diese kleinen Kügelchen, also diese Fluxkapazitatoren-Dinger, die kann man mitnehmen, aufgefüllterweise. Und dann unterwegs benutzen, um das Jetpack aufzuladen. Also wenn man einen längeren Trip planen möchte. Wegen Viech mitgekommen? Nö. Okay. Das Ding ist leer. Hier, du Maschine, du. Oh. Invar. Okay, dich hauen wir vorher mal raus. Raus, raus, raus. Und die Hälfte von dem Ardite tue ich rein. Der Rest kommt erstmal ins System. Nur für den Fall, dass ich da irgendwie Mist baue. So, Invar. 24 war das. Zwei Blöcke können auch raus. Bevor das Ardite geschmolzen ist, bitte. Weil ich will nicht, dass Ardite jetzt da drin landet und kein Block gegossen werden kann. Nickel ist noch da. Ist alles gut. Okay. Raus. Raus. Okay. Invar. Aufsplitten, reinschmeißen, reinschmeißen. Eisen. Ihr kommt mal mit. Und euch schmeiße ich da auch rein, damit ihr zusammen mit dem Nickel noch mehr Invar produziert. So. Gussform ist vorhanden. Das heißt, wenn die gleich fertig sind, müssen wir es hier nur umstellen und dann passt das schon. Ja, sehr gut. Also was Werkzeug angeht, kommen wir gut voran. Rüstung nicht so wirklich, aber ist auch nicht ganz so wichtig. Oh. Wir kriegen pro Block Invar, also pro Block, zwei Ingots raus. Oh, sehr schick. Du, bau so ein komisches Ding. Bist du eine Schwertklinge? Swordblade, ja, bist du. Dann mach mir daraus bitte auch gleich nochmal ein Ardite Sword. So. Toolstation. Du? Ah, geht nicht. Dazu muss ich erstmal Alumite. Habe ich Alumite noch in Barrenform vorhanden im System? Ja, sehr gut. 1, 2. Also repariere bitte diese fast nicht benutzte Spitzhacke. Repariere bitte das fast nicht benutzte Schwert. So, du kriegst eine neue Klinge. Bist du denn auch besser? Plus 8 Damage. Plus 8 Damage. Stats. Stoneboard Modifier. Attack 4,5. Attack 4,5. Durability 7,92. Durability ein bisschen höher. Ja, nee. Und es verbraucht Ardite, wenn man es reparieren will. Ich bleib bei dem Schwert. So, du. Mining Speed 8. Mining Speed 8. Kein Stonebound Modifier. Der hier hat ein Stonebound Modifier. 2,97. Und er kann Mining Level Kobalt, ja. Also McPickington wird hergestellt. Die Schwertklinge kommt da wieder rein, darf eingeschmolzen werden. So, Molten Invar. Zip, zip, zip. So. Und jetzt abermals in den Nether, um Kobalt zu holen. Also nicht, dass wir es jetzt wirklich so unbedingt brauchen. Aber es wäre schon ganz schick, wenn wir mindestens einen Manylium-Kopf haben, damit falls wieder irgendein Engpass ist, geht noch nicht, falls wir wieder irgendeinen Engpass haben, was Doppelschwefel angeht oder so, dann können wir einfach kurz hier Nether hopsen und das hier abbauen. Und ich habe das Kobalt nicht markiert, ne? Nee, es wäre zu sinnvoll gewesen. Das hier ist Lapis, ja. Da ist Viechzeug. Hellblau, komisches rotes Zeug. Viel zu hoch. Nee, es war in einer anderen Richtung, oder? Das ist der Lapis.
Das da. Das schaut gut aus. Nee. Nee, 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 nee. Oh. Hui. Ja, Jetpack Delete, okay. Das da vielleicht? Ich mach mal Hovermode aus. Oh. Komm wesentlich schneller runter. Kobalt, ja. Bitte nicht darunter Lava. Bitte nicht darunter Lava. Kobalt, oh. Sehr gut. Lauf, 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 lauf. Spring. Oh, stimmt. Hieran erinnere ich mich an den Baum. Was haben wir hier? Kohle. Ja, nee, wir haben 666 Kohle. Das reicht. Hovermodus an. Gucken. Also, es gibt wesentlich mehr. Oh. Okay. Du Flattermaus. Es gibt wesentlich mehr Adalt als Kobalt. Gefühlt. Und wenn jetzt aus jedem Kobaltblock auch wieder zwei Ingots rauskommen, dann haben wir jetzt schon mehr als genug. Das heißt, wir können uns jetzt schon wieder nach Hause begeben. Also ich muss schon sagen, dieses Mal ist der Nether echt mau. Ich weiß nicht, ob wir unserem Server da irgendwas dran gedreht hat, dass es dann noch schwieriger war, aber... Nö, also selbst ohne Jetpack war es gut machbar, solange man sich von den Pikmin fernhält. Und jetzt mit Jetpack könnte mir gar nichts. Könnte ich jetzt auf den Kopf pinkeln und die machen nichts. Hallo. Du hast komische rote Funkel und blaue Funkel und du hast zigtausend Okay, okay, okay. Die haben Felker vertragen, aber sie sind anscheinend langsam. Ja, jetzt geh ich einfach weg. Ja, nichts passiert. Ich bin ein wenig enttäuscht, muss ich gestehen, vom Nether. Oh, okay. Ding, ding. So. Also, Kobalt. Kobalt, du darfst. Wir haben 4 Ardite. Das heißt, ich schmeiße jetzt 2 davon rein, dann müssten wir gleich 8 Manyllium haben, soweit ich weiß. Und solange das eingeschmolzen wird, bitte noch dich und dich wieder ausgießen. Ja. Und das ist okay. Gut. Also, waren wieder produktiv, haben neues Werkzeug hergestellt, haben das im E-System weiter ausgebaut. Also, wir haben einen Chip gebaut und ein Server-Ding da. Kling, kling. Und wir haben angefangen, unser Kraftwerk weiter auszubauen. Also für die nächsten Folgen Kraftwerk und für das Kraftwerk die... Hallo? One-Hit. Ohne Sprung, also geil. Okay. Also und für das Kraftwerk halt die Energy-Conduits und ganz, ganz, ganz viele Dynamos. Also, bis gleich.